böse, böser Mann, du. Stop. Do not enter. Ja, das, da hättest du mir nichts sagen müssen. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Q4, ihr 93 Show hier. Im letzten Teil sind wir den ersten Monstern begegnet. Dem putzigen Verwandten von Bob der Baumeister, die Kompostbabys, ja. Und wir sollen eine Person im vierten Floor, in der vierten Etage retten. Was passiert, wenn ich runterfalle? Dann bin ich wahrscheinlich tot. Ich werde es nicht ausprobieren, ich bin nicht bescheuert. Achso, stimmt. Letztens bin ich runtergegangen, ja, dann gehe ich ja mal hier mal hoch. Ich soll ja vierte Etage. Okay, hier bin ich richtig. Geronimo. Sei doof und Batsch. Ach, hör mir drauf. Oh, the winch. Perfekt. Hab beim letzten Mal nämlich eine verbraucht. The door won't budge. Also, das war nur ein Strich. Okay, das geht auch nicht. Wir brauchen also einen Schlüssel, um auf die vierte Etage zu kommen. The door won't budge. Was soll denn das? Das heißt, in der zweiten Etage muss noch ein Schlüssel versteckt sein. Nur wo? Wo soll man den finden, wenn ich klauen? Na, noch alles frisch hier unten? Dödem. Falsch gedrückt. Seems like it's locked from the other side. Da war ich schon. So weit, so gut. So dauernd Batsch hier. Was ist denn hier? Batscher, 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 Batscher. Hier war ich noch nicht, oder? Doch, hier war die Notiz. The door won't budge. The door won't budge. Nirgends eine offene Türe. Auch nicht. Hier kann ich soweit nichts tun. Okay, von da kam ich. This door is locked. This hall door is auch locked. Das heißt, hier drin muss die Lösung sein. Na wo? Vielleicht doch. Ich kann den Raum. Ah, ich kann nochmal in den Raum gehen. Das heißt, hier muss. Ah! Syringe! Syringe! Wir haben zwei Syringes! Syringes! Wunderbar. Ach, da haben wir den Schlüssel. You got the apartment key. Alles klar, wir haben den Schlüssel. Wir werden sterben. Soweit, so gut. Soweit passiert nichts. Okay, there's no not to neighbor access. Wie nutze ich Schlüssel? Moment, an die Tür gehen und dann drücken? So vielleicht? You unlock the door. Ach, so funktioniert das, alles klar. Achtung, ich komme rein. Scarface. Was ist jetzt mit der Musik los? Zack. Schade, ich kann nicht auf Tische klettern. Das ist schade. Oh, komm mal her, du. Komm mal her, du. Ja, kommst du? Ja, kommst du? Bist du ein braver Zombie? Bist du ein braver Zombie? Du bist ein böser Zombie. Weg da. Au. Zack. Zack. Hä? Boho. Mit Schnee. Da war ein Batsch. Ich will doch noch ein Stück Kuchen aus der Küche. Ich bin gleich tot. Okay. Los.
rein damit in den Arm. Oh, da sieht man jetzt schon im Arm, wo wir sie mal wieder reinstechen. Oh, das ist gute Choi hier. Ja, natürlich, ich blende ihm die Augen. Vielleicht was im Kühlschrank? Da ist ja gar kein Kuchen. Da ist ja kein Quasalei. War das Lachter schon? Ich glaube, nein. Darf ich bitte mal rein? Schleich dich bloß nicht von hinten an, Freundchen. Ich warne dich. Ich kann nicht rein. Heißt das, ich darf hier gar nicht rein? Oder? Große Klotze hier. Ja, aber Angst. Und ich kann mich nicht ins Bett legen. Was habe ich jetzt eigentlich aufgesammelt? Nur das Syringe. Hier muss doch mehr gewesen sein. Okay. Jetzt geh da durch. Kriech. There's something in the ceiling. Oh. Eine Knarre. Achso. Oder einfach nehmen. Is that a body? Christ, it smells bad. He's holding a gun. Better take it with me. Dankeschön. Oh, und der Schlüssel. You got the hockey. Press mouse E to target iron sights. Moment, was? Mouse 3? Achso. Iron sights allow you to aim precisely at the expense of limited movement. Okay, wenn wir also das... Muni, ja. Okay, wenn wir also das Mausrädchen drücken, dann können wir ziehen und dann hier. Bam! Ah, schlagen kann ich auch. Gut, Moment. Wie mache ich das jetzt? Also so kann ich wechseln. A common spread handgun, renowned for reliable instability, pretty weak, but holds 15 Schüsse. Das heißt, wir müssen... Hier wird was kommen. Hier wird was kommen, worauf wir schießen müssen. Mal sehen, it looks like a kind of a hall keys, okay. Nichts passiert? Das will mir nicht gefallen. Es sollte doch was passieren, oder? You locked the door. Ich bin bereit, auf alles zu schießen, was sich bewegt. Da. Ach, das waren die Monster von vorher. Ich tue ja gerne Gegner einen Namen geben. Die hat einen Ballonkopf. Das waren wahrscheinlich sowas wie Embryo-Köpfe, Embryo-Balloons. Keine Ahnung. Ich gehe erstmal runter, schaue, was sich hier befindet. Vielleicht ja was zum Speichern. Oder Ammo. Wunderbar. Ich möchte mal wieder speichern. Oh, verdammt. Da! Was machst du? Nee, du. Nee. Da komm mal her, Freundchen. Ha? Zack. 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 Ich glaube, ich bleibe erstmal beim Messer und sollte die Waffe am besten nur für Fernangriffe nutzen, wenn ich weiß, der Gegner sieht mich nicht, aber ich ihn. Ansonsten geht das schlecht aus. Ist das was? Nö, ist nix. Wofür jetzt das Ganze? Für die Ammo, die ich total wieder verschossen habe. Yep, für die Ammo, die ich verschossen habe. Ein Zettel. My secret note number 3. Now, as I need to kill some kiddies, I stuck the elevator in the hall, so only the personnel can access it by a secret code. I guess no kitty will find that out, so they will just have to take the stairs. Oh, böse Mann, du. Stop, do not enter. Ja, da hättest du mir nichts sagen müssen. So don't want budge. You unlocked the lock. Will ich echt weiter?
Ich schaue erstmal, was hier oben ist. Vielleicht da was zum Speichern. Falsch. Hallo? Weg da! Weg! Hüp! Zack! Na komm, komm her, du! Zack! Na komm! Zack! Zack! Ja, verdammt! Zack! Zack! Das ist ja hier ein Marathon fürs Herz. Oh, Ammo! Dankeschön! Tja, Kitty. Man sollte halt keine Munition bewachen, wenn hier ein Typ mit dem Messer rumläuft. Okay. Also los geht's. Das müsste jetzt der vierte Floor sein. Und es ist double duster. Und ich sehe einen Zettel. Ich lese den mir erstmal durch. Moment, war ich hier nicht schon mal? Secret Number One. Ja, hier war ich schon. Was soll denn das? Wofür das Ganze dann? Achso, jetzt kann ich zurück und natürlich in den vierten Gang, oder? Das muss die Lösung sein? Oh, nee. Das ist zu. Das ist zu gestürzt. So, da wohnt Batsch. Und ich habe den Schlüssel auch nicht mehr. Das heißt, hier muss doch was sein. Hier muss ich doch weiterkommen, oder? Ach, warum leidest du so lang? Oh, die Tür ist offen. Nee, hier war ich schon. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe jetzt den Schlüssel gehabt, um das aufzuschließen. Und wofür jetzt? The door won't budge. Ja. The door won't budge. Jetzt weiß ich eigentlich nicht Bescheid. Hä? Wofür jetzt das Ganze? Ich habe irgendwas verpasst. Irgendwas habe ich verpasst. Irgendwas sehr Wichtiges. Dann gehe ich mal lieber hoch. Moment, hier war doch irgendwo was zum Speichern, oder? Ah, wunderbar. So, Saving Progress. Wunderbar. Gut, gehe ich wieder in den Gang. Ja, Schleim im Hals. Hm, lecker. Also hier komme ich nicht vorbei. The hallway is totally blocked. I can't get past. Vielleicht aus dem Fenster? Nee, geht nicht. Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, hier war eine Tür. Genau hier. Jetzt spielt das Spiel wieder mit meinem Verstand. Oh ja, das machst du gerne. Was mit meinem Verstand spielen, damit ich Kehre wäre. Hier war ich auch schon. Ja, das mal wieder hier. Wunderbar, wenn ich hier die Orientierung verliere. Okay, dann die Tür vielleicht. 1, 2, 3, du musst dich entscheiden. Sonst ist es vorbei. Hallo. Jemand in der Küche? Ich hätte ein bisschen Hüngerle. Ein Kuchen gab es leider keinen. Ist das hier offen? Das war, glaube ich, vorher nicht offen, oder? Ich habe Angst. Passiert nichts. The door won't budge. The door won't budge. Was soll ich machen, bitte? Vielleicht habe ich einen Schlüssel übersehen. Nur wo? Nehme ich doch am besten einfach mal den... Na, Kugelschreiber kann ich leider nicht mitnehmen. Wäre auch zu schön gewesen. The door won't budge. Und den Schlüssel habe ich auch nicht mehr. Ich kapiere nicht mehr. Ach, ey, ist das dunkel. Okay, ich war da. Das heißt, oder war ich da drin? Ich glaube, hier war ich noch nicht drin. So, da war ein Batsch. Das geht gar nicht. Ich kam von dem Durchgang kam ich hierher. Muss ich vielleicht wo hochspringen? Das ist wahrscheinlich die Lösung. Ich muss so hochspringen, aber wo? Damit ich hier durch kann. Dass ich vielleicht außen rum kann, weil der Gang zu ist. Vielleicht deshalb? Gehe ich mal wieder zurück.
Mal schauen, was sich finden lässt. Jetzt bin ich wieder hier. Wofür? Oder muss ich oben lang? Das kann natürlich auch gut sein. Ja, natürlich. Hier haben wir noch eine Tür. Und da haben wir... stimmt, wir brauchen den Zahlencode. Falsche Taste. Entschuldigung. Probier ich nochmal. Später, Schätzchen. Was ist das denn? Ist die Lampe? Sieht ja aus wie eine komische Lampe. Stau und Batsch. Kann es sein, dass mit den Notizen, die ich habe, dass ich irgendwie... Okay, lesen wir uns mal die Notizen durch. Sweet. Ich glaube, durch die Notizen werden wir den Code kriegen. Also, sweet little kitties. Das wäre 3. Says the first kid, yeah, let's go on before it gets the first to enter on the room, the third stayed playing all alone. Come here, little children, come to me. This is Miss Machoffy, the girl to get the guide. Okay. Das war Nummer 1. Finden wir sie in Nummer 2. So cute. To touch them, I have to kill them. Nee. Ich glaube, das ist doch nicht die Lösung. Wäre zu einfach gewesen. Ist das der LOL? Secret Code. Das kann doch nicht sein hier. Ich muss einen Code rausfinden. Gib mir den verdammten Code. Wieder mal. Wieder mal ein Code. Oder one Batsch. Wäre ja auch kein Wunder gewesen. Vielleicht hier angreifen? Zack, zack. Komm schon. Machet hoch die Tür macht weit. Mal sehen, wie viele Zahlen haben wir denn? Ja, das wären ja ziemlich viele. Variation. 3, 1, 2, 3. Hä? Moment. Ah ne, das heißt einfach nur, dass ich es fehlschlage. Ich dachte schon, es würde ertönen, wenn ich es richtig mache. Okay. Kann ich hier durch? Sit down and watch. It's all chained up. I wonder what happened here. Das habe ich schon. Gut, mein Leben. Ich würde mal sagen, ich beende hier den Part. Ich speichere erstmal nochmal ab. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Darüber muss ich erstmal nachdenken. Nur jetzt muss ich wieder den Ort zum Speichern finden. Stop und Batsch. Oh mein Gott, ich habe mich gerade erschreckt, weil ich ausgewichen bin. Alter, hier sind die Sounds hier am porösten. Hier vielleicht? Hier komme ich raus. Wo geht's hier nochmal zum Speichern? Ich will speichern, das ist verdammte Kiste unheimlich. Yep, hier bin ich richtig. Ich glaube, ich bin auf zweierlei Arten hier richtig. Weil hier nämlich die Geräusche wieder anfangen. So, da one Batsch. Oh nein. Oh mein Gott, ich bin richtig gelaufen. Verdammte Kiste, ich wollte den Part beenden. Bitte lass mich speichern. Bitte lasst mich da oben speichern. Ich brauche eine Pause. Wie der so ruhig bleiben kann, das frage ich mich. Bitte speichern. Speichern. Speicher hier, speicher da. Speicher überall. Ich möchte speichern. My secret note number 4. This one was a good one. Very nice to kill. Easy to cut with my knife. Like to cut food. Ja. Da. I'm here. Wo hier? Da, wo das Blut rauskommt. Natürlich. Natürlich da, wo das Blut rauskommt. Wer bist du aber, Schätzchen?
Oh. Oh, werd nicht lebendig. Da ist was draußen. You got the basement key. Reach the basement. Warum in den Keller? Warum müssen wir in den Keller? Equip. Kann ich vielleicht speichern, bitte? Oh, na super. Es wird ein Monster kommen, oder? Maybe I can climb down here? Maybe kann ich. Wenn kein Monster von hinten kommt. Warum habe ich keine Ammo? Zack! Da! Ah! Lady Gaga hat sich aber gehen lassen. Jetzt hat er sich eine Maske getragen. Warum? Ich hatte doch Ammo aufgenommen, oder? Warum ging nichts? Achso, nee, stimmt. Stimmt, ich habe total vergessen. Das habe ich alles wieder verschossen. Keine Macht in Drogen. Oh, Speicherei. Komm her, du. Komm her, du kleine Speicherkret. Muss jetzt ins Zimmer gehen und ein bisschen hier Randale machen. Gut, meine Damen und Herren. Der Typ, der hat sich hier. Jupp. Der hat sich das Leben genommen. Er hat uns also hier hochgeschickt, nur damit wir seine Sauerei wegmachen können. Bin ich mein lieber Freund hier. Oder ist es der Typ noch nicht? Ah ne, das war er noch nicht, weil wir im falschen Stockwerk sind, oder? Naja, meine Damen und Herren, das werden wir im nächsten Teil herausfinden von Quirky. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Teil gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und dann sagt die 93 Jovo, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.